Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space Folge 26. Special Kevin spielt. Special Kevin spielt? Ich glaube, wenn du das lauter sagst, hören es ist auch unser Zuschauer. Sollte so aus dem Off kommen. Ach so, aus dem Off. Ja. Stimme aus dem Off. Wir sind ja zum Glück alle im Bild. Wie kann man das öffnen? Dann war es halt einfach Atmo, nimmst du, wie du es willst. E ist übrigens Interaktion, also mit E kannst du die Dinger öffnen. Ja, habe ich mitgekriegt. Ja, letzte Folge, wenn ihr euch dran erinnert, ich habe gefailt. Hochgradig professionelle Leistungen abgeliefert, wollte gefailt. Aber nicht zu weit kommen, um Kevin nicht zu verunsichern. Auf gut Deutsch, hat gefailt. Deswegen habe ich vermieden, Stase einzusetzen, obwohl es eigentlich offensichtlich war, weil hier eine Stase-Station ist, dass man die verwenden muss. Aber ich dachte, wenn ich jetzt zu professionell auftrete, schüchtert das den armen Kevin ein, der ja noch nie Dead Space gespielt hat. Natürlich. Und ich als Profi habe da natürlich die gewisse Weisheit, um zu wissen, wann gut ist. Du redest gerade ganz schön Müll, weißt du das? Eintritt Schwerelosigkeit. So, wenn du jetzt einmal ausholst, also einmal los, genau. Jetzt einen schönen Hieb mit der Runde. Gegen Schienbein, das tut weh. Aber. Oh, Kevin macht sich nochmal kurz mit der Steuerung vertraut, ist jetzt die erste Runde gegen den Necromorphs geht. Und da geht's auch schon los. Warte, ich dachte, ich hätte ihn gehört. Jetzt aber. Und da ist er. Und eine linke. Und voll aufs Fressbrett. Mit dem mittleren eine linke. Ja. Er hat ja natürlich gerade viele Hände voll zu tun. Ja, ich sehe schon. Okay, das ist ein Stoß. Und Kevin zielt immer auf die Extremitäten. Sehr schönes Ding und er ist voll. Also kannst du mit Q kannst du Minikit, jetzt kannst du so aufnehmen. Genau, jetzt kannst du Minikit aufnehmen. Und da kommt er angeschwebt aus der Entfernung und du musst nachladen. Boah, kannst du mal im Gang runterschalten? Sag mal, wie ist mit dir denn? Du hast nur mit ganz Stasi. Pass mal auf, wenn ich dich gleich begrenzt habe. Ja, Ich spreche für alle Zuschauer, wenn ich sage, Robert, momentan ein bisschen begrenzt, wäre ganz hilfreich. Ja, eben. So. Ist ja noch einer. Na, freilich. Aber du kannst durch Stasi so viel verwenden, wie du möchtest. Also, das ist eine Station, die du begrenzt auffüllen kannst. Das ist absolut. Lass dir Robert nichts erzählen, Robert hat keinen Dunst. Aber da ist ein Stasi-Pack, den du benutzen kannst. Verstehe. So, ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal alle. Ich würde auch vorher was gerannt. Willst du nochmal speichern oder was möchtest du? Ich würde die Stase vorne nochmal auffüllen. Das war bei der linken Tür raus. Rechte Hand, glaube ich. Die linke Tür. Kannst du natürlich auch die rechte Tür rausgehen, aber das ist linke Hand. Sprinten kann man wieder mal nicht, oder? Nee, sprinten geht nicht. Wie kann man das nie? Oder? Doch. Nee. Ich glaube nicht im Schwerelosen. Geh weg. Im Normalen sollte es gehen. Hat ja einfach das Bein kaputt gehauen. Du hast letztes Mal mit dem Baseball gespielt. Passiert. Hier? Ja. Ja. Einfach press die E-Button. Sister? Was denn? Die ist leer. Du bist leer. Die ist nur temporär deaktiviert. Achso. Kannst du nachladen, ja? Ja. Kannst aber immer nur nachladen. Ah, du hast keinen Schuss mehr. Na gut, dann kannst du natürlich nur nachladen, wenn du den Schuss hast. Was ich nicht. Kannst auch alternativ. Du kannst 1, 2, 3, 4 die Waffe wechseln. So, was aber gerade viel wichtiger ist. Genau. Ist. Jetzt ist die jetzt stark, also sogar am Kreisen. Muss ich da nah genug ran? Ja, eigentlich nicht. Wenn die in der Mitte sind, würde ich die Stasen dann glaube ich zu vorschalten, beide. Aha. So, jetzt natürlich ein bisschen. Nicht so klug, ne? Ein bisschen ungetimt kann man. Das hat auch nicht funktioniert. Ach. Nein. Das hat auch nicht funktioniert. Jetzt. Das Ding hat auch eine gewisse Laufzeit. Ja, aber trotzdem hätte es müssen funktionieren. Nee, als ich jetzt gesagt habe. Jetzt. Ja, seid ihr sicher, dass es funktioniert? Just sehen. Muss jetzt. Wenn man trifft schon. Hast du gedrückt? Ja, aber ich habe nicht anvisiert. Zieh doch mal auf die Mitte. Jetzt. Boah, knapp. Jetzt ich hab meine Meinung nach genau getroffen. Das ist kein Stase mehr. Das ist einfacher als es aussieht. Boah, wie ist das? Ich stelle mich gerade blöd an. Es sieht nicht so schwer aus. Und wenn du sagst, es ist noch einfacher als es sowieso schon aussieht, frage ich mich, warum du noch nicht gestarst hast. Weil ich besonders blöd bin.
dem Argument stimme ich zu. Ist nichts hinzuzufügen. Ja. Müssen wir schon mal sagen an der Stelle, ich stelle mich gerade selten blöd an. Ja gut, man muss aber auch zu deiner Verteidigung sagen, du spielst es das erste Mal. Egal. Vielleicht kannst du auch auf die Gelenke zielen und die stasen. Das könnte klappen, ja, die bewegen sich ja nicht. Also die bewegen sich natürlich schon, aber... Stasen, ja. Herzdruck C. Nee. Mhm. Funktioniert ganz klar. Naja. Jetzt. Tust du den Club immer stasen? Jetzt. Kann nicht so schwer sein. Ich bin auch immer der Meinung, dass das nicht funktioniert. Aber. Es gibt ja auch keinen Deadpoint, oder? Wo die Dinger nicht hinkommen? Nee, sieht nicht so aus. Machen einmal rum. Kannst halt allerhöchstens versuchen hier... warte mal, was... Nee, versuch, wenn die jetzt... Nee, bleib dort stehen! In der Ecke, und wenn die jetzt einmal rum sind... Spring... Zu spät. Du musst... Spring, dann sag das mal! Hab ich doch jetzt, spring! Das war zu spät. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. So, nee, ziel auf die äußerste Ecke, weil da kommt es ganz zum Schluss hin. Dort hast du am längsten Zeit. Also hier hinspringen. Genau. Jetzt. Jetzt E. Rape E. Dann spring gleich wieder dort, sag mal. Das schafft man mal. Also es muss mit Stase gehen. Ja. Gar keine andere Variante. Oder kannst du es irgendwie blockieren, wenn du dort die Körper reinwirfst? Also die das wäre keine Dead Space typische Lösung, das akzeptiere ich nicht. Das ist nicht, dem wird nicht stattgegeben. Das akzeptiert er mal zu einfach mal nicht. Jetzt machst du wieder erstmal mit Necromorphs kuscheln. Das ist echt blöd, dass es hier keinen vernünftigen Speicherpunkt gibt. Ja, das stimmt. Das muss man an der Stelle ja mal monieren dürfen. Immer noch der klaren Meinung, dass ich das mindestens schon 20 Mal getroffen habe, aber okay. Das ging immer knapp daneben. Sicher? Ziemlich. Also den Klumpen hast du gut getroffen. Bewegt sich aber auch nicht. Na. Sicher? Ja, nicht genug, um den nicht zu treffen. Geh weg! Tritt Schwerelosigkeit. Geh weg! So. Wie ein Rover zum Paintball geht, der bewegt sich auch nicht gut. Vielleicht müssen wir die Generatoren hier anhalten, dass wir die stasen müssen. Die hier. Ach so, wärst du hier nochmal eine vernünftige Hake Straße drauf raus? Mhm. Auf das Kreiselding und das ist dann. Ja. Jetzt guck mal links. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Ich muss mir von dem Freundchen. Ja, du kannst uns ja dann mal in Ruhe anfangen, den mit seinen Freunden. Genau. Was du bekommen, wenn du einen Dance geben musst? Nee, Leertaste. Erst noch die Smartwatch gucken, wo? Die Smartwatch eine Leertaste? Nee, du hast B gedrückt. Nee, nicht jetzt. Da musst du Waffen wegstecken. Komm mal. Alter! Kannst du eine andere Waffe nehmen? Weil die ist, sag ich mal, eher für punktuelle Schaden. Und da mitten reingejumpt, ne? Kennt ihr nichts? Krieg ich schon. Ich hab grad Fäustes, wo drauf ist. Krieg ich der jetzt? Nee, der ist tot. Warum? Also das mit dem Vertrauen meine ich jetzt. Hey, guck mal! Geh kaputt! Sammeln wir mal das Zeug an, was hier so rumsteht. Genau. So, jetzt probieren wir es mal. Starst das mal. Und jetzt gucken wir uns das erstmal an. Ja, verdammt. Was bringt das dann aktiv? Ist noch ein Tweet? Achso. Vielleicht. Oh. Vielleicht müssen die Stasen, wenn die unten in der Ruheposition sind, warte mal, bis die Beete unten sind. Was meinst du jetzt?
Ja, also jetzt klappt es ja rum. Stas jetzt mal. Ne, den zieht es auf den dicken Klump. Ja, eben. Deshalb sage ich ja, es kann fast nicht funktionieren. Stimmt. Bin noch dran. Aber. Hä? Kann man das irgendwie so platzieren, dass von den Quantenstrahl da drauf gezogen wird? Was? Das Gerät? Das Gerät? Wie wird es denn platzieren? Ist das hier oder was? Ich hab nie gedacht. Du kannst es ja nur platzieren, wenn du da drauf bist. Mann, ist doch schade. Wir können allerhöchstens probieren, ob wir die Stase vielleicht mit diesem Gerät maximieren können. Also, dass du genau auf den Punkt zielst, wo die beiden Strahlen hinziehen. Weil ich glaube, nicht, dass die so umsonst dorthin. Dass ich hier drauf starten soll? Ja. Und wann? Ja, das wird eine Frage. Und dann was? Wissen wir jetzt. Nee. Nix. Nix? Ja, dass es vielleicht durch den Strahl verstärkt wird, aber was weiß denn ich? Und wenn wir uns die Steuerung von dem Ding da unten mal genauer angucken nochmal? Denkst du hier vorne? Gibt's ja da irgendwelche Hinweise? Nee. Ausgeschlossen. Okay, wir gucken uns die Steuerung nicht an. Robert hat beschlossen, bei... Weil Robert das jetzt alleine macht. Ja, guck mal, vielleicht ist irgendwie... Warte mal, das sieht ja aus, als gäbe es dort vier Räder. Genau. Ja. Krieg mal hier im Raum um, vielleicht siehst du noch irgendwo die anderen drei. Da oben ist nur eins. Und die anderen werden auf der anderen Seite sein. Wenn du die Beten starrst, dass dann das Ding anhält. Jetzt müsst ihr erstmal Stase nachladen gehen, denke ich mal. Aber es kommt gar nicht hier hoch. Warte doch. Naja, ich bin halt auch der Meinung, dass es irgendwie was mit den Rädern zu tun hat, weil sonst, wieso könnte ich sie dann starten? Random, einfach so. Du kannst auch den großen Platz starten, ohne dass es dir was bringt. Ich glaube, so komplex waren Rätsel in Dead Space noch nie. Du kannst denen auch die Leichen starten. Also da kann man einfach mal weggehen. Kannst du mal mitnehmen, dann fallen die runter. Der Schwerelosigkeit. Das ist natürlich schade, dass gerade ich das schöne Rätsel bekomme. Findest du es schade? Ich finde es gut. Ja, für euch, ja. Oh, magst du mal lieber gerne nochmal in Leviathan spielen? Ach, der war easy. Also, Leviathan. One shit. Shot. One shit? One shit. No shit, Sherlock. One shit, Sherlock. Kannst du auf ihn hier starten, dann kannst du vielleicht sparen, da hochzukrabbeln. Ja. Das funktioniert. Jetzt kommt hier nochmal drauf. Das ist auch nicht. Bringt original gar nichts. Das geht's doch nicht. Ich verstehe die Rätsel nicht. Von der anderen Seite gibt es immer zwei sehr viele Räder. Ja, aber in der Zeit kommst du noch niemals hier rüber. Ja, vor allen Dingen wie? Dann guck dich hier mal mit um, vielleicht gibt es noch einen Hinweis. Krabbel doch mal an der Wand. Krabbel mal an der Wand. Ja, vielleicht müssen wir uns einfach bloß mal hier einen Überblick verschaffen. Oh, warte. Wann zeigt das hin? Das zeigt auf die... Das zeigt auf die Möhre. Scheiße. Aber direkt Scheiße. Drauf. Das ist lustig, ey. Hier ist noch ein... Ja, das ist der das andere, was wir gestartet haben. So. Ich vermute mal, die beiden, ich nenne es jetzt mal Traktorstrahler werden das Kugeln dort in ihrer Position halten. Ja. Du meinst, dass wir die da rauskriegen müssen und erst dann das platzieren? Weiß ich nicht. Da müssen wir wahrscheinlich alle irgendwie deaktivieren oder so. Keine aber wie? Ich glaube, da ist wirklich kein Effekt dran. Du kannst auch mal probieren, das ist richtig. Spiele sind manchmal total weird. Und dass ich da durch den Strahl da rein kann, ich auch nicht. Das kann ich mal probieren. Durchfliegen jetzt mehr oder weniger und dann gucken, ob dich der Strahl irgendwie genau zwischen beiden durch. Nee, nee. Sicher? Aus, ne? Ah, scheiße, kann ich da so rein. Nee, da ist er streng raus in der Straße. Erkennen, ja. Guckst du? Ja. Schade. Ja, das
Also es geht definitiv nicht, dass man jetzt da hinspringt, weil die Zeit, bis der das platziert hat, ist zu lang. Weil er einfach die Arschruhe weg hat. Wenn er das Ding einfach mal ruckzuck auspacken würde, auspacken, reinstellen, anschalten, abbauen. Klatsch. 3 Sekunden. Ich kann es halt nochmal versuchen zu... Ja, nochmal dahin. Und dann musst du es auf der anderen Seite probieren. Zu. Warum? So. Ja, ich wollte... Das Einzige, was dann noch bleibt, ist wirklich, dass ich den nicht treffe. Was ich war nicht irgendwie nicht ganz glaube, aber... Es zielt immer auf den fetten... Ja. Fetten Asteroiden. Also, Asteroid, oder? Ja, es ist irgendwas, was, ja... Tja, Kevin, war natürlich jetzt ein bisschen schade. Kann man, wenn man auf dem Ding drauf ist, auf der Seite, wo das Ding gerade nicht ist, auf die Außenseite laufen? Was willst du damit zwecken? Da drüben sind doch nicht solche Dinge, oder? Achso, meinst du rüberlaufen? Ja. Sag mir, wo ich hin soll. Jetzt zum Beispiel da links unten in die Ecke? Hier. Genau, ja, dann nach außen laufen. Da lang. Nee, also um die Kugeln nach hinten. Genau. Ach so. Und dann? Weil da sollst du ja eigentlich Ruhe haben vor den Dingern. Lass mal an die Kugel unten ranspringen. Jetzt am besten. Und dann versuchen hier rumzulaufen. Eintritt Vakuum. Ah. Jetzt kannst du es noch platzieren. Genau. Also. Aufgabe erfüllt. Nee, das ist so Wahnsinn. Jetzt musst du bloß aufpassen, dass du vernünftig wieder reinkommst. Aber das sollte eigentlich kein Problem werden. Einfach irgendwo hinspringen, wo es passt. Also da die Bus gerade nicht rumkommen, ha? Steuerung. Ja, warte mal ganz kurz. Bis irgendwas trifft dich. Ich würde da mal alsbald wieder reingehen. Siehst du? War gar nicht so schwer. Ist echt so. So, und jetzt nachdem der Kevin das Rätsel gelöst hat. War wahrscheinlich seine entertainste Folge Dead Space aller Zeiten. Ja. Na gut, aber kann nichts machen. Nee. Drück mal Escape bitte, bevor irgendwelche Viecher kommen. Würde ich sagen, hau mal rein. Hau mal Schluss. So ein Mist und so eine simple Lösung am Ende. Aber wer hat's wieder geholt? Der Matze. Was war mit Stase? Scheiß war mit Stase. Und mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir die Folge und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Richtig, schau rein. Ciao.